Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch die ersten zwei Seiten, die ich in meinem Waldbuch gestaltet habe. Das Waldbuch hat zwei Besonderheiten. Erstens funktioniert es nicht so, sondern sozusagen im Querformat zum nach oben klappen. Das liegt daran, dass ich Zeitschriftenseiten benutzt habe, bei denen die Motive so rumstehen. Es sind ja Bäume in erster Linie, es ist ein Waldbuch. Es würde seltsam aussehen, wenn die alle waagerecht wären. Und da es nur Bilder zum Anschauen sind und kein Text zum Lesen, kann man das ruhig machen. Die zweite Besonderheit ist, dass alle Motive, die quasi die Hauptsache sind auf den Seiten, von Hand gemalt oder gezeichnet sind. Ich habe also keine fremden Motive irgendwo ausgeschnitten und eingeklebt. Collagen gibt es nur als Hintergrund. In diesem Fall ist die untere Seite aus Packpapier. Darauf habe ich Stücke von alten Buchseiten und Zeitschriften geklebt, mit Acrylfarbe grundiert. Auch die obere Seite habe ich ein bisschen mit Acrylfarbe behandelt. Und dann einen Buntspecht und zwei Fliegenpilze in Acrylfarbe drauf gemalt. Buntspecht zeige ich euch nochmal aus der Nähe. So, ich hoffe, er ist einigermaßen scharf. Und hier nochmal die Pilze. Und daneben noch ein Spinnennetz. Das habe ich mit einem Tintenstift aufgezeichnet. Das war die erste Seite. Die zweite Seite schlägt sich jetzt nicht so leicht aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das ist diese hier. Da habe ich mich inspirieren lassen von alten Buchcovern. Die nannte man damals noch nicht so, da waren das einfach noch Bucheinbinde. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts hat man die gerne sehr üppig dekoriert. Und so ein Motiv habe ich hier in Teilen kopiert, in Teilen selbst gestaltet. Auch hier ist der Untergrund wieder Packpapier mit alten Buchseiten beklebt, grundiert mit Acrylfarbe. Und das Motiv habe ich mit Aquarellfarben aufgemalt. Und die schwarzen Striche sind wieder mit Tintenstift gezeichnet. So, das waren die ersten beiden Seiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über Likes und Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.